Hallo, ich bin Carsten in Bayersbronn. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute unterwegs von Bayersbronn nach Freudenstadt. Freudenstadt ist so die nächste größere Stadt oder etwas größere Stadt von Bayersbronn. Und da wollte ich mich heute mal zu Fuß auf den Weg hin machen. Heute Nacht hat es nochmal ganz gut geschneit, beziehungsweise fing gestern Abend schon an. Hat wohl, denke ich mal, die ganze Nacht auch durchgeschneit. Bin überrascht. Vorhin sah es noch gar nicht ganz so toll aus. Aber jetzt kommt immer mal wieder die Sonne auch raus. Finde ich eigentlich ganz toll. Nur leider habe ich meine Sonnenbrille im Auto vergessen. Weil da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das blendet schon ganz schön mit dem Schnee. Ja, ich denke mal, ich gehe weiter und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mal mit. Ja, hier geht es die ganze Zeit wirklich am 27. April durch einen schönen Winterwald. Jetzt fängt es wieder an zu schneien. Ist schon schön. Aber nicht mehr am 27. April. Ja, ich bin jetzt mittlerweile hier in Freudenstadt angekommen. Es hat gerade richtig stark geschneit, so dass ich mir wirklich erstmal einen Platz suchen musste, wo ich mich unterstellen kann, beziehungsweise ich habe mir dann sinnigerweise einen Kaffee rausgesucht und mir eine große heiße Schokolade und eine Schwarzwälder Kirschtorte genehmigt. Die durfte dann jetzt sein. So, ich bin jetzt auf der Suche, sag mal, zum Einstieg des Rückwegs. Ich hätte auch von hier aus mit dem Zug fahren können, aber ich fahre lieber, ich gehe lieber zu Fuß. Ich stehe jetzt hier auf so einem großen Platz und irgendwo muss der nächste Wegweiser sein. Wie gesagt, ich gehe zu Fuß zurück. Sind so um die 8 Kilometer die Strecke, die ich mir für den Rückweg ausgesucht habe. Kommt mit. Ja, mein Hotelwirt
meinte zwar, dass der Weg hier schöner wäre als der, den ich heute Morgen gegangen bin durch den Wald, weil man hier immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Aussicht hat. Da unten geht der Vorbach lang, aber dafür geht auf der anderen Talseite eine stark befahrene Bundesstraße lang. Und man hat dann hier schon ständig einen gewissen Verkehrslärm. Ja, da hinten sieht man dann schon die ersten Häuser wieder von Baiersbronn. Bin also gleich zurück. Ich würde mal schätzen, noch 2 bis 3 Kilometer. Dann bin ich wieder am Hotel. Ja, es gab unterwegs leider gar nicht so viel zu sehen, sodass ich heute die Kamera gar nicht so viel anhatte. Schauen wir mal, ob ich da noch ein paar schöne Ausschnitte zusammenfinde, dass ich da noch ein schönes Filmchen für euch schneiden kann. Wie gesagt, so viel zu sehen gab es gar nicht auf der Tour hier, obwohl es vom Laufen her wirklich eine schöne Tour war. Das erste Stück da durch den Wald auf der anderen Seite vom Tal. Da ging es ganz schön hoch hinaus. Und jetzt bin ich ja hier durchs Tal zurückgelaufen. Da waren nicht ganz so viele Höhenmeter zu bewältigen. Nichtsdestotrotz, mir hat es heute gefallen. Ich hoffe euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.